Nichts ist mehr, wie es mal war, auch nicht unser Kulturzeitstudio. Ich begrüße jetzt Linda Breitlauch, Professorin für Game Design an der Hochschule Trier. Sie war in Europa die erste Professorin für Spiele. Sie sitzt in der Jury für den Deutschen Computerspielpreis. Und Thomas Hensel, Computerspielexperte. Er lehrt an der Hochschule Pforzheim, ist Kunsthistoriker und Träger des renommierten Warburg-Preises. Schön, dass Sie beide hier sind. Ich freue mich sehr. Hallo. Herr Hensel, was üben wir denn da? Was fasziniert an diesen Computerspielen? Computerspiele animieren den Verstand, einer Umgebung Sinn und Bedeutung zu verleihen. Das ist ein Zitat von Steven Johnson. Frau Breitlauch, Sie waren gerade in China. Sie kommen sozusagen wirklich gerade daher und haben sich umgesehen, wie so dort Stand der Dinge ist. Ja. Wie ist er denn? Also interessant ist, dass die Technologie auch in der Spielewelt sozusagen dort angekommen ist und eine unglaubliche Faszination darstellt. Wir waren ja vor allen Dingen in der Ausbildung unterwegs. Wir bemerkt haben, die sind auf der Suche nach einer kulturellen Identität, die sie dann eben auch im Computerspiel ausdrücken können. Was wohl noch im Moment noch nicht so ganz der Fall ist. Und da bahnt sich eine ganze Menge interessantes Land an. Und diese virtuelle Brille, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die so ein bisschen wie 3D ist, nur noch extremer. Was verändert sich denn da? Wie verändert sich der Mensch? Ist das dann wirklich ein Sprung aus sich heraus? Also diese Oculus, die wir gesehen haben am Anfang, ist ja erstmal nichts anderes als die Möglichkeit, so stereoskopisch in 3D sehr nah immersive Welten zu erleben. Ne? Also virtuelle Welten, das ist jetzt gar nicht unbedingt nur an Spiele gekoppelt, das ist erstmal nur ein anderer, neuer Zugang zur virtuellen Welt. Und diese Technologien werden natürlich auch für Spieler eingesetzt, um zu ermöglichen, interaktiv dort tätig zu sein und die Immersion noch größer zu haben. Also bis hin zu echten Hyperrealitäten, die sich da aufzeigen. Oculus Rift ist im Grunde genommen ja, State of the Art eines uralten Phantasmas, das es immer schon gab. Wenn ich an einen Dolby Surround-Techniker denke, ist es dessen Anliegen auch, in einen Kinosaal die reale Welt hineinzubringen. Oder nehmen wir einen Regisseur wie William Castle, der in den 1950er Jahren mit anaglyphischen Brillen gearbeitet hat. Und Skelette durch den Kinosaal hat schweben lassen, wenn ein Skelett aus dem Sarg sprang. Oder nehmen wir pompeianische Villen, wo es immer darum ging, Bildraum und Realraum tatsächlich konkurrent werden zu lassen, zu eins werden zu lassen. Panorama, Eisensteins Kinofantasien. Also es war immer schon der Wunsch da, Realwelt und virtuelle Welt zu verschmelzen. Wo sind wir denn da? Ich meine, wenn man mal an den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm denkt, da hat man auch in verschiedenen Momenten gedacht, jetzt ist man schon ganz, ganz weit. Und das ist dann aus heutiger Sicht doch relativ pathetisch, was da als technische Mega-Innovation gefeiert wurde. Wo würden Sie sagen, sind wir denn in dieser virtuellen Verschmelzung von Virtuellem und Realem? Also wenn man es von Computerspielen aus betrachtet, dann sind wir ungefähr so auf der Hälfte der Entwicklung, wie es der Film war. Und es gibt viele Parallelen, die man auch sehen kann. Also der Film ist im Grunde genommen vor über 100 Jahren erst einmal auch ein Kitschphänomen gewesen. Oder am Anfang hat man es so wahrgenommen, bis es sich entwickelt hat zur Wissenschaft und natürlich auch Kunst. Dadurch, dass es nicht, also dass es losgelöst von Fotografie, allem, was dem vorausging, eine eigenständige Kunstform, Erzählweise entwickelt hat mit Montage und natürlich mit dem Ton und dann später Special Effects und so weiter. Das Computerspiel mit seiner Technologie tut es auf eine andere Art und Weise, indem es alle möglichen Dinge integriert, die es schon vorher gab. Wir haben ja auch im Einspieler schon gesehen, die Ähnlichkeit zum Film oder zum Fotorealistischen wird ja immer größer letzten Endes. Und dadurch stellen wir uns eben auch die Frage nach dieser Ästhetik, die wir schon gesehen haben vorher, die aber doch irgendwie ganz anders ist, denn hier wird alles ja künstlich geschaffen. Und wir sind sozusagen an dem Punkt angelangt, wo man sagen kann, die Interaktivität ist das, was das Medium letzten Endes von allen anderen vorherigen Kunstformen emanzipiert und es zu einer komplett neuen Rezeptionsform machen kann. Wir haben ja gerade Bilder gesehen von diesem sehr erfolgreichen Computerspiel Grand Theft Auto 5. In 3 Tagen nach der Veröffentlichung schon $1 Milliarde umgesetzt. Am ersten Tag schon. Am ersten Tag schon, ja. Also, fast.
Das ist ein Spiel, das ist ja eine sehr düstere Welt. Das ist eine Perspektive als Krimineller, die man da einnimmt. Das ist L.A., Autoklau, Grand Theft. Was machen wir da? Muss man da Freud bemühen? Ist das sozusagen Triebabfuhr? Also es ist erstmal ein Spiegel der Gesellschaft, würde ich sagen. Einer bestimmten natürlich, einer auch verkitscht dargestellt, überzogen dargestellt. Im Grunde genommen eine Parallelgesellschaft, die dann auch natürlich auch ein Stück weit aufs Korn genommen wird. Verkitscht im Sinne von comichaft auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr nah auch dran an Dingen, die auch in der Realität ja passieren in den USA. Darüber hinaus, also im Grunde genommen, die Möglichkeit, etwas auszuleben, ich meine, das ist ja nicht der erste Teil dieser Serie, sondern eben schon der fünfte Teil einer Serie, durchaus etwas auszuleben, was man niemals in echt, wie man so schön sagt, ausprobieren kann und sich einfach auch mal auszutoben. Das kommt sicher auch noch dazu. Aber es ist eben auch ein gewisser Spiegel einer bestimmten Situation. Letzten Endes kann man das vergleichen mit sowas wie Mafia-Filmen, denn um nichts anderes geht es da im Prinzip auch im Großen und Ganzen. Es ist einerseits sehr wohl sozialkritisch, es ist ein sehr exploratives Spiel, ein Open-World-Game. Ich kann also tatsächlich all diese Fantasien ausleben. Ich kann aber auch, und das wird gerne vergessen bei der Diskussion über Computerspiele, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich spielmechanisch, mich trainieren. Da geht es nicht darum, ob ich jetzt tatsächlich einer Vergewaltigung beiwohne, da geht es nicht darum, ob ich irgendjemanden kille, sondern da geht es darum, dass ich bestimmte Reizreaktionsschnelligkeiten, bestimmte Hand-Auge-Koordination in den Griff kriege, dass ich bestimmte Kompetenzen erwerbe, die das Überwinden von Hindernissen angeht, die das Kräftemessen mit anderen angeht, wenn ich da zum Beispiel Autorennen veranstalte. Da kommt es in dieser Sichtweise überhaupt nicht mehr auf Texturen und Erzählungen und Oberflächen an. Und nicht auf Moral. Auch überhaupt nicht auf Moral. Man könnte sagen, das Spiel als Spiel begriffen ist per se amoralisch in einer gewissen Weise, weil es die Frage nicht stellt. Anders betrachtet, kulturhistorisch, mit Schiller beispielsweise gesprochen, ist es der Inbegriff von Moral. Anderes Thema, vielleicht kommen wir darauf zurück. Aber wenn ich die Spielmechanik betrachte und nicht die Oberflächen, dann ist GTA 5 nicht angreifbar, nicht moralinsauer angreifbar.